Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Im letzten Part hat Harvey es erfolgreich geschafft, den Met zu ergattern, mit dem er sein Schicksal zu ändern verhofft. Den hat er aus Suttungs Vorratskammer gestohlen. Dementsprechend war Suttung natürlich nicht erfreut darüber, als er es herausgefunden hat. Deswegen mussten wir im letzten Part auch Suttung im Kampf gegenüberstehen. Und als wir gerade auf dem Weg waren, den Met auch noch mit jemand anderem zu teilen, mit dem wir ein Abkommen getroffen haben, hat Loki auf uns gewartet. Und jetzt müssen wir auch noch gegen Loki kämpfen. Na dann, Servus. Solltest du mich töten lassen, das will ich niemals vergessen. Au. Du magst stärker sein, doch ich war immer schon schneller als Alter. Mal sehen, ob du so gut kämpfst, wie du lügst. Ja. So. Na endlich. Dieses Mal kenne ich keine Gnade, Loki. Du bist zu weit gegangen. Fenrir wird an deiner Leiche nagen. Verflucht seist du, Loki. Wir waren einst wie Brüder. Warum auf Ragnarök warten, wenn du auch jetzt schon sterben kannst? Oh. Was zum? Okay, oh, hallo. Du magst stärker sein, doch ich war immer schon schneller als du. Verwenden? Mist. Zu langsam. Wenn mein Sohn von seinen Fesseln befreit ist, wird er ganz Asgard verschlingen. Ups. Wir haben ihn. Ja. Bist du fertig? Sei verflucht, Harvey. Dein eigenes Misstrauen hat dich besiegt. Nun geh und lass dich nie wieder blicken. Ich kann nur der sein, der ich bin. All dies ist Schicksal. All dies wird erneut geschehen. Doch du wirst nicht hier sein, um es zu sehen. Sei dir dessen nicht so sicher. Das Spiel ist nicht vorbei. Das Spiel ist nie vorbei. Fort. Auf zu wer weiß, welche Missetaten. Aber ich werde ihn so bald nicht wiedersehen. Tja. Allerspätestens bei Ragnarök, ne? Da ist das Wiedersehen gewiss. Nun ja. Dann ab zu Mimirs Quelle. Und dort werden wir den Met teilen. Wird sich Harvey dran halten? Werden wir überhaupt darüber entscheiden können, ob er sich dran hält oder nicht? Mal schauen. Wow. Alter. Hallo, menschlicher Kopf. Ist das Mimir? Hä? Zwischen all den Wurzeln Yggdrasils, hä? Die Wahrscheinlichkeiten führten uns hierher. Die Berechnungen geben uns Hoffnung. Sprichst du mit jemandem? Und, hast du den Met? Ja. Muss ich ihn nun trinken? Noch nicht. Denn trinkst du ihn, wird sich dein Muga von dir lösen und nicht zurückkehren. Trinke erst, wenn die Stunde deines Todes naht. Warum sind wir dann hier? Wenn Ragnarök vorüber ist, wird dieser Ort bleiben. Bleiben und sich erinnern.
Weiser Mimir, Hüter der Quelle, gib mir deinen Rat. Wer Unsterblichkeit sucht, mag sie in diesem Wasser finden. Doch sie hat einen Preis. Wie alles. Der Met allein ist nicht magisch. Erst mit dem heiligen Wasser der Quelle Mimirs wird die Gärung abgeschlossen und der Trank vollendet. Doch bevor du dieses Wasser nimmst, musst du es mit dem Blut der Äsir tränken. Um sich an dich zu erinnern, muss es dich kennen. Übergib einen Teil von dir dem Gewässer, das die Weltesche nährt. Nur dann wirst du erhalten, wonach es dich verlangt. Ich habe den Preis der Weisheit gesehen. Welchen Preis wird Midgard zahlen? Wie wird mich das retten? Tja, ich schätze mal, ich weiß schon, was er opfern wird. Du selbst hast viel für deine Weisheit geopfert. Geköpft von denen, die deine Einsichten nicht schätzten. Mein Huger ist hier. Nur das zählt. Ich habe gelernt, unvollständig zu leben. Du wirst es auch. Und wenn ich dieses Opfer bringe, was dann? Während Tod und Untergang herrschen, wird der Weltenbaum dich bewahren. Dein Körper wird sterben, doch dein Huger wird hier fortleben. Bei Zeiten wirst du wiedergeboren in eine neue Welt, entstiegen aus der Asche der Alten. Glaubst du an diesen sonderbaren Plan? Ich muss daran glauben, denn eine geliebte Person ist darauf angewiesen. Und es gibt keinen anderen Weg? Nein. Dann habe ich wohl keine Wahl. Die hattest du nie. Was würdest du aufgeben, um von den Fesseln des Schicksals befreit zu werden? Vielleicht deine Zunge? Deine Hand? Dein Augenlicht? Ich würde alles geben und mehr. Es ist vollbracht. Yep, ich hab's mir gedacht. Das Opfer wurde vollzogen. Wer auch immer von dem Met trinkt, an den wird die Weltesche sich erinnern. Und du, was gedenkst du zu opfern? Meine Freiheit. Suttung und Gunnlöd werden diese Verfehlung nicht verzeihen. Sie werden mich jagen, bis ans Ende der neuen Welten. Wie steht ihr zueinander? Wir herrschten einige Zeit gemeinsam, als Triade aus Vater, Mutter und der Heiligen Stimme. 6-mal versuchten wir Ragnarök die Zähne zu ziehen. 6-mal versagten wir. Der Met war Nummer 7. Doch sie fürchteten, er würde die Menschen verderben, schlossen ihn weg und verbannten mich aus Utgard. Durch deine Bemühungen bekam ich zurück, was mir gehört. Dies ist die Asche meines Mannes. Er opferte sich für die Erkenntnis. Wenn ich diesen Met leicht verändere, könnte ich vielleicht alte Wunden heilen. Tu, was du willst. Ich habe genug von diesem verfluchten Reich. Strahlender Geist, Herzensruh, Geliebter. Ich enttäusche dich nicht noch einmal. Jötunheim-Saga abgeschlossen. Schneewehen-Saga. Auf nach Asgard, um mein Volk zu retten. Verlasse Jötunheim, der Preis der Weisheit. Ja, war klar, dass er sein Auge opfert, ne? Natürlich. So wurde Havi zu... so wurde Havi zu Odin. Ups. Kannst du bitte dich so vernünftig hindrehen?
Alter. Als ob das Spiel absichtlich will, dass wir nicht nah genug an sein Gesicht ranzoomen. Aber ich glaube, man sieht es zu Genüge, oder? Ja, passt schon. Oh Mann, ey. Krass, krass, krass. Naja, soll ich direkt auf Aufwachen klicken? Reicht das schon aus? Versuchen wir es mal. Mal gucken, ob Aufwachen komplett ausreicht, um die Saga von Jötunheim zu beenden. Offiziell, zumindest. Denn eigentlich müssten wir, glaube ich, eine Trophäe dafür kriegen, wenn wir die Story in Asgard und Jötunheim abgeschlossen haben. Aber vielleicht soll ich ja nochmal nach Asgard zurückkehren, um die Story wirklich abzuschließen. Komm, sammle deine Gedanken und sag mir, was du gesehen hast. Seltsame Dinge, Walker. Ich habe so viel mehr erfahren und gesehen, als mein Verstand begreifen kann. Sprich nur. In Jötunheim suchte und fand ich ein Met von unfassbarer Kraft. Er versprach Sonderbares. Davon zu trinken sollte mich vom Tod befreien, mich vor der Zerstörung durch Ragnarök schützen. Von diesem Met versprach ich mir, weit in die Zukunft, über meinen Tod hinaus, weiterzuleben. Beeindruckend. War das deine letzte Vision? Nein, das war noch nicht das Ende. Etwas ruft mich zurück nach Asgard. Der Trank ist bereit, wenn du es bist. Quest abgeschlossen, tiefer hinein. Okay, es ist also noch nicht ganz vorbei. Dem Schicksal verpflichtet. Neue Quest. Ah, empfohlene... Alter, empfohlene Stufe 350? What? Kehre nach Asgard zurück, das ist nicht euer Ernst, ey. 350? Ja, Hammer, Alter. Was erwartet mich denn dann da? Wahrscheinlich ein weiterer Boss, der dann wirklich auf Stufe 350 oder noch höher sein wird, wahrscheinlich. Wohl eher noch höher. Alter. Also das ist ja jetzt schon krass, oder? Ich guck mal kurz. Ja, Festmalstärkung ist schon längst weg. Alles klar. Aber, naja, wir schauen mal. Pardon, kurze Unterbrechung. Machen wir weiter. Wir haben jetzt wieder Fertigkeitspunkte. Und die wollen verteilt werden. Achtung, jetzt müsste gleich eine Trophäe kommen. Ja, ich bekomme die Silbertrophäe. Wir sind jetzt im Endgame. Hoho. Eine kleine Avengers-Anspielung, eh? Wir sind jetzt im Endgame. Nett, nett. Ja, genau. Aufgrund der Tatsache, schlicht und ergreifend, dass wir jetzt Level 280 erreicht haben. Ne? Deswegen haben wir jetzt die Silbertrophäe bekommen. Schildmeister. Bei gegnerischen Angriffen... Oh, brauche ich erstmal nicht unbedingt. Feuereffektivität, Feuerschaden, Gesundheit. Nehmen wir Gesundheit. Das werden wir bei dem, was wir gleich machen werden, bestimmt brauchen. Also... Level 350 will ich jetzt lieber erstmal noch nicht machen. Wisst ihr? Das lasse ich lieber mal noch sein. Finde und töte da. Ein neues Zuhause. Wo ist denn jetzt die Quest? Hin. Hier dem Schicksal verpflichtet. Wo wird jetzt gerade diese Quest angezeigt? Hier. Dem Schicksal verpflichtet. Ah. War das die Quest, die ganze Zeit dafür gesorgt hat, dass hier das Ausrufezeichen ist? Kann aber doch nicht sein. Während wir in Jötunheim sind, kann die Quest doch noch nicht freigeschaltet worden sein. Die kann erst dann freigeschaltet werden, wenn wir die Story in Jötunheim abgeschlossen haben. Und trotzdem war während unseres gesamten Aufenthalts in Jötunheim bereits dieses Ausrufezeichen da. Das soll mal einer verstehen. Egal, was soll's. Diese Quest machen wir definitiv noch nicht, Leute. Also... So viel steht fest. Ich werde mich um die Bündnisquests kümmern, versteht sich. Aber eine weitere Sache, die ich ja machen wollte, nachdem wir in Jötunheim erfolgreich einen Level 400 Boss erledigt haben.
Ich überlege gerade auch so ein kleines bisschen, ob ich trotzdem nochmal nach Asgard laufen soll, aber wir warten lieber noch ein bisschen ab, ne? Mein Level sollte schon ein kleines bisschen höher sein. Wir wollen es mal nicht übertreiben, ne? Ich wusste ja vorher nicht, dass der Steinbär Level 400 sein würde und ich habe mir gedacht, ich versuche es trotzdem mal so lange, wie es geht und es hat überraschenderweise tatsächlich geklappt. Jetzt bin ich von diesem Erfolg so besoffen geworden, dass ich mir denke, okay, versuchen wir es doch jetzt auch noch einmal mit einer gewissen Seherin, die uns beim letzten Mal so richtig den Arsch versohlt hat. Aber vorher hole ich mir noch hier ein Festmahl ab. Kostet ja nur 60 Silber. Fressen fassen. Ja, ein Kind, das mal wissen will, was die Erwachsenen da so die ganze Zeit trinken und scheinbar so gute Laune macht. Oh boy, das kann nicht gut ausgehen. Okay, wir haben die Festmahlstärkung. Ich habe auch das Gefühl, die Festmahlstärkung ist automatisch gelöscht worden, als wir nach Jötunheim aufgebrochen sind. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, die Kampfgeiststärkung gilt nur hier in Englerland und wenn wir nach Jötunheim oder Asgard aufbrechen, wird die automatisch gelöscht. Oder? Weil jetzt gerade, wir gehen mal zum Inventar, da wird es ja angezeigt, da ist die Festmahlstärkung. Vorhin, vorhin, als wir in Jötunheim waren, da waren die 3 Stunden längst nicht rum, aber die Stärkung war weg. Das verstehe, wer will. Egal, mit der Stärkung im Rücken versuchen wir uns jetzt noch einmal an der letzten Seherin. So, ich bin sehr gespannt, ob wir dieses Mal eine Chance haben werden. Wird dieser finstere Ort erneut unseren Tod herbeiführen oder können wir dieses Mal unser Schicksal abwenden? Noch ein gequälter Huger. Jeder wollte im Dunkel ein Toll herrschen. Und du sollst darin vergehen. Cordelia, den Dialog haben wir ja bereits gehört. Die Sterngöttin wird mich holen. Teil meines Knochenbergs. Oh. Oh shit. Fluch der Seder. Wow. Kann es so viele von dir geben? Haha, hab dich. Ich muss auf meine Gesundheit achten und mich rechtzeitig heilen. Haha, hab dich. Fluch der Seder. Oh. Mist. Oh, oh. Oh Mann, ich muss daran denken, dass sie am Ende ihrer Combo gerne einen Runenangriff reinballert. Hab dich? Hab dich? Wir haben eine Chance, Leute. Wir haben tatsächlich eine reelle Chance. Es ist dein Ende! Es wurde Ruhe!
Okay. Jetzt rastet. Oh Gott. Wow. Bist du Tor oder was? Oh, oh. Hab dich. Hab dich. Hab dich. Und wieder. Das können wir den ganzen Tag so fortsetzen. Der verliert sich im Zorn, den du spielst. Nein, der Zorn ist meine Heimat. Doch findet man nicht. Au. Hab dich. Wir kriegen sie. Wir kriegen sie. Wir haben noch zwei Mahlzeiten übrig. Hab dich. Läuft, Leute. Au. Aha. Nice. Oh oh. Können wir da mal die Äxte werfen? Ich habe aber Angst, dass ich dann vom Blitz getroffen werde und das ein bisschen zu viel Schaden macht. Ja, ich. Ja, Alter, ich kam nicht weg von der Stelle. Gleich ist sie eh down. So. Alter Vater. Puh, wir haben es geschafft. Das war's. Nice. Bam. Tochter Lerions besiegt Cordelia. Geht doch. Hat uns genug für ein weiteres Level-Up eingebracht. Mega. Kurz gucken. Hier gibt es doch mit Sicherheit auch noch weitere Pilze für Mahlzeiten und so. In der direkten Umgebung. Ist ja Standard, damit man sich nochmal schön mit allem eindecken kann, sobald man hierher kommt. Haben wir das schon gelesen? Vater Lerion erschaffen aus Eiche und Stein, Donner und Wind. Aus Wodens Sippe warst du. Alter, was ist denn los gerade? Hast du dich nie hinabgebeugt, um die Tochter zu sehen, die dich am meisten liebte und in deren Erinnerung du lebst? In Flammen als Herr über alles. Boah, ey. Manchmal habe ich auch echt aus nichts heraus einen Knoten in der Zunge, dass ich mir wirklich legit in der Sekunde denke, habe ich gerade einen Schlaganfall oder was ist los? Heieiei. Nun ja. Ich glaube, viel mehr werde ich jetzt hier in der Nähe auch nicht mehr finden. Ist ja auch egal, notfalls kann ich auch woanders nach weiteren Stärkungen suchen. Jetzt mit der letzten Tochter Lerions, nachdem wir sie geschlagen haben, sollten wir doch jetzt auch an diesen Reichtum herankommen, oder? Ich werde es zumindest herausfinden. So, ab in diese Richtung. Denn diese Schwerter oder Dolche oder wie auch immer sie genannt werden, waren ja auch Schlüssel.
Und jetzt, wo ich den letzten habe, bin ich gespannt, was mir das Ganze eröffnen wird. Okay. Ach ja, genau. So. Wo? War das wirklich da hinten der Zugang? Der ist 200 Meter entfernt. War der Zugang zu der Höhle nicht woanders? Hier an der Küste vielleicht? Dass der Zugang 200 Meter entfernt ist? Ich weiß nicht. Ist lange her, aber... Tja. Ich schätze mal, einen anderen Anhaltspunkt habe ich jetzt eben nicht. Na, meinetwegen. So. Wow. Absolute Finsternis. Jetzt bin ich gespannt. Es geht zumindest in die richtige Richtung. Die Einrichtung stimmt ja auch. Ja. Ich bin hier wohl doch richtig. Na gut. So, da hinten, oder? Zumindest ist das jetzt die Statue, wo ich ja diese Dolche scheinbar einführen muss. Habe ich echt nur einen bislang da reingeballert? Okay. Naja, die zwei Punkte wollen auch verteilt werden. Wir gehen ja jetzt hier oben auf alles drauf, was verfügbar ist. So, wir gucken natürlich in unser Inventar. Cordelias Dolch. Ein Dolch aus spröden Knochen und getrockneten Sehnen. Ungeeignet als Waffe, könnte eine Art Schlüssel sein. Genau, und wir haben auch Thors Kampfhandschuhe bekommen. Tempo wird durch Betäuben eines Gegners erhöht, zusätzliche Verbesserungen für Betäubung. Naja, interagieren. Ich habe einen Dolch von der Moorfrau. Er könnte hier hinein. Und nochmal interagieren. Die Klinge, die ich der Frau auf den Felsen abnahm, könnte passen. Wow, okay. Da ist einfach mal alles auseinandergebrochen. Nett. Oh. Ist das hier ein verfluchter Ort? Es fühlt sich danach an. Am Ende muss ich hier jetzt 10 Fluchtotems zerstören, bevor ich überhaupt weitergehen kann. Aber scheinbar nicht. Alter Vater, wow. Reichtümer bis zum geht nicht mehr. Hallo. Eisenerz, kleine Attentäterrune, nice, Silber, Hammer. Verblasster Brief. Ein Fluch soll den verräterischen Leovin die Gurgel stopfen und sein Blut vergellen. Blitz und Donner von Tunor sollen auf das Haupt des frommen Edmund hinabfahren. Ein Schwarm dänischer Speere soll dem falschen Ella die Eingeweide zerfetzen. Schwarze Flüche über euch alle, einem solch großen Mann zu trotzen. Lerion der Vater, Lerion der König, Lerion der Göttliche, wir werden alle verschlingen, die ihm die Stirn boten. RGC.
Die Namen der Schwestern. Der Schatz eines Königs, von seinen launigen Töchtern wohl behütet. Heilige Kugel, hier gibt's auch einiges an Plunder, den wir mit Sicherheit auch mitnehmen können. Da versuchen wir natürlich, so viel es geht, mitzunehmen, klar. Und jetzt, was ist hier drin? Wow, Thors Helm. Und ich bekomme die Silbertrophäe, göttliche Belohnung. Okay. Thors Helm, Alter. Puh. Der sieht aber krass aus. Hier. Makellos. Der ist ja schon beinahe auf Maximum gelevelt, der Helm. Tempo wird durch Betäuben des Gegners erhöht. Zusätzliche Verbesserung für Betäubung. 2 Runenplätze. Ah, nicht genug Leder zur Verbesserung. Alles andere habe ich. Aber der ist ja schon beinahe auf Maximum. Krass. Aber ich habe ja bereits meine Items. Und da wird sich auch nichts dran ändern. So schnell zumindest nicht. Hier haben wir die Attentäter-Rune, die wir bekommen haben. So, was Neues im Kodex? Wahrscheinlich die eine Seherin, die wir jetzt erledigt haben. Die Töchter Lerions. Ach, für alle gibt es einen Eintrag. Im Jahr 864 unserer Zeit schmiedete ein wohlhabender Aldermann East Anglias, altenglisch East Engler, den Plan, den mercischen König Burgred zu töten, sich selbst auf den Thron zu setzen und damit 2 Königreiche zu vereinen. Es war von Anfang an ein verwegener Plan, der dadurch nicht leichter wurde, dass Lerion alt und seine Frau tot war und er keine männlichen Erben hatte. Selbst wenn er Erfolg gehabt hätte, hätte seine Dynastie kaum länger als ein Jahrzehnt überdauert. Lerion hatte jedoch 3 Töchter, Rhaegan, Goneril und Cordelia. Sie alle waren so weise, schön und gewitzt wie ihr Vater. Der Aldermann liebte seine Töchter innig und unerschütterlich und sie ihn ebenso. Seine Zuneigung war so groß, dass er ihnen sein zukünftiges Königreich zu gleichen Teilen vermachen wollte. Im Herbst jenen Jahres waren Lerion und seine Verbündeten bereit zuzuschlagen. Doch König Edmund von East Anglia entdeckte den Plan, bevor er umgesetzt werden konnte. Lerion wurde festgenommen und für seinen Verrat hingerichtet. Aus Angst, dasselbe Schicksal oder Schlimmeres zu erleiden, flohen seine 3 Töchter in die Sümpfe East Anglias und verschwanden. Als sie einige Jahre später wieder erschienen, waren sie, nun ja, sauer. Ja, wie man sieht, ne? Sie waren sauer und nicht mehr wiederzuerkennen wahrscheinlich. Ich dachte, so würde der Satz enden. Ja, aber geil, jetzt haben wir endlich auch East Engler komplett abgeschlossen, nach all der Zeit. Gut, was sollen wir da als nächstes tun? Ich würde sagen, wir machen hierhin eine Schnellreise, gehen nach Norden, machen hier die Nebenaktivitäten und dann können wir hier rüber zum Beginn der Story von diesem Gebiet. Ne? Klingt doch nach einem Plan. Geil, Leute, wir haben East Engler nicht nur beendet und einen weiteren schwierigen Bosskampf, wir konnten dadurch sogar eine Trophäe erlangen. Mega. Au. Oh. Boah, die Landung klang jetzt aber mega schmerzhaft. Oh. Uff. Ich habe da gehört, wie mehrere Körperstrukturen gerissen und sonst noch was getan haben. Nix Gutes auf jeden Fall. Ich muss mich in Acht nehmen. Alter, ein riesiges Lager. Alter Vater. Boah. Wie hat der mich... Hey, Moment. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, wie hat der Typ mich nicht bemerkt? Wow, das war jetzt Riesenglück. Dass ich den noch rechtzeitig erwischt habe... Puh. Ah, derjenige, der den Reichtum besitzt, scheint auch einen Schlüssel zu haben. Moment, hat er einen Schlüssel oder ist der Reichtum in seiner Nähe? Hat er tatsächlich beides im Inventar? Wir werden es gleich sehen. Wow, hier ist es ja ziemlich leicht zu schleichen, obwohl es hier wenige Deckungsmöglichkeiten gibt. Oh, der guckt ja genau in unsere Richtung. Oh, no, 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 no. No, 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 no.
Alter. Verzieht euch alle. Alter, ist das euer Ernst jetzt? So. Den will ich mit einem Attentat erwischen. Zack! Moment, Waffe werfen. Hui! Das ist cool. Das Waffenwerfen ist immer wieder schön. So. Oh, ich dachte, mein Rabe hätte ihn jetzt geplündert. Scheinbar nicht. Naja. Reichtum erworben. Ja, was denn nun? Mir wird nicht gesagt, was. Kupfer, Nickel, Barren, Titan und Truhenschlüssel. Für Salzwerk. Lagune oder was weiß ich. So. Eindeutig muss ich da rein, ist klar. La 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 la. Gut bewacht, das Gebäude. Gut bewacht, dieses Gebäude. Der Inhalt verspricht wohl sehr viel Freude. Verriegelt. Drum möchte ich hier eindringen, liebe Leute. Was, wer, wo, warum? Von der anderen Seite versperrt sein. Gott verdammt. Shit. Tja. Jetzt werde ich wohl oder übel wieder kämpfen müssen, aber nach meiner Stärkung und dem krassen Bosskampf gerade eben sind solche kleinen Fische kein Problem für mich. Ich dachte, ich würde ihm jetzt einen Konter verpassen. Ah gut. Der ist erledigt. Du auch gleich. Hallo da oben. Na? Tja. Das ist der Nachteil an Armbrüsten. Die brauchen scheiße lange zum Nachladen. Wow, hi. Du verdammter Scheißhaufen. Gott, wie ich die Typen hasse. Lustig. Meinen schnellen Angriffen können die ausweichen. Aber die langsamen, die machen denen scheinbar Probleme. Das verstehe, wer will. Hallo, kriege ich das hin? Yes! Und den anderen auch? Kann ich den auch erwischen von hier aus, den anderen Siegel? Ha! Geil! Beide erwische ich vom gleichen Fenster aus. Gut zu wissen. Ich wollte nur testen, ob es geht. Da. Hallo. Eine beim Arbeitshaus des... Oh, ein Hinweis auf den Orden, die Sichel. Helka aus Friesland. Eliminiere die Sichel. Sie befindet sich oft in der Bäckerei am Markt von Colancaster in East Sexe. Paladin Helka die Sichel. Helka wuchs in den Häfen von Friesland auf, wo sie die giftigen Eigenschaften des Petermännchens kennenlernte. Als Ordensmitglied die Sichel fing sie dann später an, dieses Wissen in der Bäckerei anzuwenden, wo sie die Brote derer, die der Orden gerne tot sehen wollte, mit Fischschuppen würzte. Okay.
Eine beim Arbeitshaus des Salzwerks gefundene Nachricht. Es ergibt für mich keinen Sinn, aber unser Hauptmann besteht darauf, dass wir einen Korb mit Petermännchen fangen. Weiß er denn nicht, wie giftig die sind? Egal, fang ein paar und bring sie zur Bäckerin hinter dem Handelsposten in Colancaster. Aus irgendeinem Grund bezeichnet der Hauptmann sie als die Sichel. Warne sie unbedingt davor, die Fische anzufassen. Ah ja, ein eindeutiger Hinweis. Und hier, Versteck des Hauptmanns. Wer hätte gedacht, dass diese weißen Kristalle aus den Sümpfen von Istsexe wertvoller sind als Silber? Und das zu Recht, denn die Gewinnung ist äußerst mühsam. Man schneidet Löcher in den Schlammboden und kleidet sie mit Lehm aus, damit sie nicht der Vegetation erliegen. Und das alles für Salz. Was es doch für einen Unterschied macht bei dem schwitzigen, zerkochten Fleisch, das sie in den Schenken hier servieren. Ich kann es kaum erwarten, in mein geliebtes Frankenland zurückzukehren. Und mit all dem Geld, das ich hier gemacht habe, werde ich seine Küste schon bald wiedersehen. Okay. Oh, Moment. Da gab es doch einiges zu plündern. Das nehme ich noch mit bei der Gelegenheit. Ob ich es jetzt noch brauche oder nicht, aber so eine Masse kann ich nur schwer ignorieren. Zumindest jetzt gerade. Kann sein, dass ich im nächsten Part schon wieder komplett anders denke. Naja. Sehr gut. Das wäre erledigt. War da eine Wache? Wow. Und die hat uns einfach mal überhaupt nicht gesehen, wie wir einfach übers offene Feld weglaufen. Trottel. Ah, gut. Habe ich genau zur rechten Zeit gepfiffen. Komm schon. Stolz. Alter. Ich hab das Pferd doch nicht gerufen, um die ganze Zeit dem Arsch hinterher zu laufen. Dem Pferdehintern. Meine Güte. So. Ruinen von Turin Larus. Alright. Oho. Ein Opal. Sehr wertvoll. So, schaue ich mal. Wow, da unten sind auch noch ein paar Schätze. Die sind zwar für die Reichtumsanzeige dieses Gebiets nicht von Belang, aber... Ne. Sind bestimmt trotzdem nice to have. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss in den Turm reintauchen. Wow, was zum... Alter, was ist mit den Ruinen hier los? Teilweise kann ich darin Alter, und ich sehe nichts vor lauter Grünzeug hier. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ist klar. Kann ich jetzt hier tauchen oder nicht? Entscheide dich mal, Spiel. Alter. So, hier finde ich jetzt leider nichts, was ich einstampfen kann. Hier auch nicht. Hier von der Seite vielleicht. Auch nix. Ist hier vielleicht irgendwo ein Holzboden im Wasser versteckt? Ich ziehe mal überall mit dem Bogen hin. Da, wo ich etwas kaputt schießen kann, muss ja der Cursor rot werden. Aber hier ist nix. Tu mal nicht so, als ob du da groß tauchen kannst. Kann doch nicht sein. Guckt euch das an. Das ist überall von Gestein umgeben. Hier gibt es nirgendwo einen alternativen Eingang. Keine Lücke. Keine Bretterwand. Ich sehe zumindest nichts. Ich dachte, jetzt wäre ich gerade fündig geworden. Überhaupt nicht. Verdammt nochmal. Da sehe ich ja etwas, aber ich komme da nicht hin. Ich kann mich ja nicht durch diese kleine Lücke zwängen.
Ah, ist das frustrierend. Cool, meine PlayStation erzählt mir gerade, die WLAN-Verbindung ist abgebrochen. Ist mir Latte bei diesem Offline-Spiel. Oh ja, ruckel jetzt auch noch. Das mag ich. Na, hier habe ich ja schon alles mit Pfeil und Bogen abgesucht. Keine Ahnung. Ich kümmere mich jetzt um die Kiste da. Und hoffe, dass ich hier wenigstens fündig werde. Hier wird es ja wohl hoffentlich irgendwo einen Eingang geben, ne? Und nicht bloß wieder nur Fenster zum Reingucken. Boah, ich schwör bei Gott. Das kann doch nicht sein. Moment, habe ich da gerade... Ich habe mir jetzt gerade die Augen gerieben. War da was? Nein. Ist da was? Gott verflucht. Ist hier etwas versteckt? Vielleicht. Nee, damit bin ich immer noch nicht ins Innere gelangt. Ich schwimme nur die ganze Zeit drumrum. Das kann doch nicht sein. Wenn der Eingang nicht da oben ist, dann muss er doch hier unten sein. Und ich gehe mal stark davon aus, dass hier jetzt keine Riesenmagie mehr zu finden ist, oder? Hoffe ich doch mal. Oh Mann, ey, das Spiel will mich hier noch zur Wasserratte machen, oder wie? Es muss eine Lösung unter Wasser geben, aber ich finde sie partout nicht. Was übersehe ich hier wieder? Hm? Was fehlt mir hier wieder zur Lösung? Weil hier ist ja kein einbrechbarer Boden. Nicht mal im geringsten. Hier ist nix, da ist nix. Hier vermaledeit ist auch nix. Ja, das soll einer verstehen. Ich hätte jetzt erwartet, dass genau da, wo ich beim Runterspringen lande, irgendein Hinweis versteckt ist. Ich dachte jetzt so, hinter den Wasserpflanzen ist ein geheimer Eingang versteckt oder so. Ich dachte jetzt echt, ich hätte da was gefunden. Aber nö. Ja, Leute, was soll das? Ich kann hier jetzt doch nicht ewig und drei Tage um den Turm herumschwimmen. Das habe ich jetzt schon gefühlt 10 Mal gemacht. Und ich sehe immer noch nichts Neues. Warte. Muss ich vielleicht... Nee, ich kann ja nichts machen. Ich kann nicht unter Wasser einen Pfeil verschießen. Ist ja auch Quatsch. War jetzt so meine, einer meiner Gedanken. Ich dachte mir, ja, ist das vielleicht die Lösung? Nö, kann ja auch nicht sein. Gott verdammt. Okay, Leute, ich schau mal nach. Okay, Leute, ich habe einmal nachgeschaut. Mal gucken, ob ich es direkt finde. Irgendwo hier. Gibt es eine hölzerne Wand? Da. Diese hölzerne Wand bringt uns schon mal diese Truhe ein, die jetzt zwar nicht zum Reichtum dazu zählt, aber die wollte ich ja auch haben. So. Als nächstes schwimmen wir einfach hier runter. Und dann geht das Ganze weiter. Hier haben wir die nächste Truhe. Weiße Masken. Ganz nett. Wir schwimmen weiter. Hier geht's hoch.
Können wir hier schon hochschwimmen? Ja. Und da wären wir. Da sind wir im Inneren vom Turm. Oh Mann. Natürlich war ich wieder mal gefühlt überall, nur nicht an der Stelle, wo ich hin sollte. Es war ja wieder sowas von klar. Ups. So. Und jetzt einfach nur wieder hoch. Na, okay, so einfach nun auch wieder nicht. Wir müssen ja erstmal hier raus. Jetzt. Oh Mann, endlich. So, das wäre erledigt. Jetzt kommt das hier oben. Na, guck mal, da ist auch noch ein weiterer Reichtum an der Küste zu finden. Dann nehmen wir den am besten auch gleich mit. Ist okay, Eivor. Den einen Ast gebe ich dir. Da bin ich ja jetzt auch ordentlich drauf zu gesprungen. Konntest du nicht wissen, dass ich das nicht wollte. Ich wollte einfach nur nach vorne springen und mich nicht am Ast festhalten. Alles gut. Ja? Meine wartenden Lenden. Dann wird er zu mir kommen. Gott schert sich einen Scheißdreck um dein Liebesleben. Dann tu es fürs Geld. Ich belohne denjenigen großzügig, der noch an die wahre Liebe glaubt. Ich lasse mich nicht in deine Ränkespiele hineinziehen, Weib. Alter. Das. Entschuldigung. Aber ich höre jetzt gerade. Das ist jetzt so geil für mich. Ich höre jetzt gerade den Synchronsprecher von Shinichi Kudo und die Synchronsprecherin von Ranmuri, aus beider Charaktere aus Detective Conan. Ein Anime-Pärchen, das, glaube ich, so krass geschippt wird, schon seit Ewigkeiten. Ne? Seit damals Detective Conan angefangen hat. Ne? Und alle wollen die beiden endlich mal offiziell als Paar sehen. Während gefühlt, keine Ahnung, alle anderen Charaktere im Manga und im Anime ihre romantischen Subplots zuerst zu Ende kriegen. Und mit Ran und Shinichi geht's so langsam voran. Das frustriert mich persönlich auch, ehrlich gesagt, ein kleines bisschen, aber jetzt höre ich tatsächlich die Synchronsprecher von beiden Charakteren, wie sie hier gerade über die Liebe reden. Entschuldigung, das kitzelt gerade so ein kleines bisschen meine Nostalgie wieder heraus. Oh, das haben die doch mit Absicht gemacht, in diesem Szenario diese beiden Synchronsprecher daran zu setzen. Das ist doch Absicht. Ach, ich liebe es, ich mag es. Hammer. Ah, mein kleines Nerdherz hüpft da wieder vor Freude. Gut, was habe ich jetzt hier Neues bekommen? Wieder eine Rune wahrscheinlich. Ja, hier, Rune der Eile. Gut, Leute, dann würde ich an dieser Stelle für heute Schluss machen und im nächsten Part machen wir dieses Weltereignis, diesen Reichtum und dann geht's ab zur Gebietsstory-Quest. Let's go. Ich bin gespannt. Also dann, Leute, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!